So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Resident Evil 2 Replay. Yes! Wir waren hier stehen geblieben und ich überlege jetzt gerade, ob ich zur Kiste gehe oder ob ich erst in den einen Raum gehe. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir erstmal zur Kiste gehen sollten, bevor wir in den einen Raum gehen, damit ich noch ein paar Sachen mitnehmen kann, damit das nicht quasi so ein Weg umsonst gewesen ist, dass wir nochmal hin und her laufen. Also im Großen und Ganzen werde ich versuchen, den kürzeren Weg zu gehen. Kann man das so sagen? Ja, ne? Gut, gut. Ich überlege. Ja, ich könnte jetzt... Nee, Leute, ich speichere am Ende des Parts. Ich hoffe, dass es jetzt wieder nicht so eine Scheißstelle sein wird, wo ich dann halt nicht speichern kann. Aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Definitiv. Weil das ist der vierte Part, den ich jetzt in Folge wieder aufnehme. Einfach nur, weil es gerade so nostalgisch ist. Ich hätte zu gerne das Lösungsbuch vom zweiten Teil. Ohne Scheiß. So das offizielle. Das wäre so mega. Ich würde da so drin rumblättern, einfach mal aus Just for Fun. Oh, ja. Das ist herrlich. So. Die Magnum, meine Freunde, die lege ich erstmal ab. Weil die werden wir erstmal nicht benötigen. Den Film kann ich jetzt entwickeln lassen. Das heißt, wir haben Platz. Revierschlüssel, den könnten wir eigentlich noch mitnehmen. Ich sehe jetzt keine Probleme, warum wir den nicht hätten mitnehmen sollen. Und ja, Energie lassen wir auch erstmal stecken. Und gucken wir uns das Ganze an. Ich meine, es wäre dasselbe, wie es sonst halt auch immer ist. Genau, Rekrut. Ihr wisst ja Bescheid, das ist Rebecca Chambers. Oder Chambers, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ich frage mich, ob sie im siebten Teil vorkommt. Das wäre so mega. Ich würde mich richtig drüber freuen. Weil sie kam nur im Resident Evil Zero drin vor. Das finde ich ein bisschen schade. Und natürlich im ersten Teil auch, aber da kann man... Konnte man sie da zocken? Ja. Aber ich glaube, sie konnte nicht schießen. Sie hatte keine Waffen. Naja, das ist erstmal irrelevant. Aber wir haben jetzt den einen Schlüssel. Das heißt, wir könnten hier schon mal hin. Hätten wir dieses Gebiet so gut wie abgeschlossen. Ich glaube, das machen wir auch. So, weil ich mir gerade unsicher bin... benutze ich, also was heißt benutze ich? Nehme ich diese Waffe. Ist das dein... Ist es euer Ernst? Sind hier echt keine... Hier sind keine Gegner. Naja, das Schloss ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Ja, ist nicht unser Problem. Aber wir haben hier wieder Munition. Also was mit der Munition hier so abgeht, ne? So viel hatte ich noch nie in Szenario 2. Gibt's hier einen Gegner? Nee. Aber wir haben hier noch ein Filmchen. Das können wir auch direkt entwickeln lassen, dann habe ich das nicht unnötig die ganze Zeit bei mir. Wenn wir schon mal da sind. Okay. Das ist merkwürdig. Aber wisst ihr, was das Krasse an der ganzen Sache ist? Leon hat den Farbigen nicht kennengelernt. Weil wir jetzt im Szenario 2 mit Leon sind. Wären wir im Szenario 1 gewesen, hätte Leon den kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der darauf reagiert. Ob sie überhaupt einen Clip zeigen oder nicht. Das ist schon interessant und ich weiß jetzt gerade auch nicht, warum ich an die Truhe gehe. Das war jetzt gerade reflexmäßig. So, dann benutze ich mal den Film. Was war denn da Feines drauf? Ach ja, Film B. Hä? Wo ist denn Film A? Abgebildet vor der Schneiderei Arukas. Rückbildung in einen Zombie innerhalb von 2 Stunden. Das Zielobjekt klagte wiederholt über große Schmerzen der Epidermis. Außerdem heftige Übelkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Zielobjekt das Bewusstsein verlor. Bild von Ben Bertolucci oder wie auch immer. Bertolucci? Ja, ich glaube schon. Wie gesagt, hier ist etwas Spezielles drin, verschlossen. Hier brauchen Sie einen ganz besonderen Schlüssel. Ich, ja, wann könnte ich das denn nochmal machen? Wenn ich nochmal auf normal direkt spiele? Ja, könnte ich eigentlich schon. Dann seht ihr auch die anderen Outfits. Ich glaube schon, dass ich das dann so machen werde. Dann habe ich das in einem direkt gemacht. Nenn den Titel dann Spezialschlüssel, dass man weiß, aha, da bekommt man den oder so bekommt man den. Dann ist das Ganze auch ein bisschen schwieriger.
Was es ja schon so oder so schwieriger macht, weil wir mit Claire dann in Szenario 2 wären. Sie haben das Schloss geöffnet. Man hört schon am Sound, hier stimmt irgendwas nicht. Genau. Jetzt sind hier nämlich normale Zombies, was ja sonst nicht der Fall ist. Ich dachte, der eine, der ist jetzt irgendwie am Krabbeln gewesen und steht auf. Das hat mich gerade verwundert. Runter mit dir, auch mit dir. Hier gibt's noch mehr, man hört es. Also, den farbigen sehe ich jetzt leider nicht. Scheinbar gibt es den hier dann nicht mehr. Kann ja auch sein, dass Claire hier schon war. Komm schon, ja. Das war knapp. Ich hatte echt gerade mit dem Schlimmsten gerechnet. Wow, was war das nochmal? Krass, wir bekommen schon den Herzschlüssel direkt. Okay. Ich weiß, dass quasi der Herzschlüssel da eigentlich ist oder beziehungsweise war. Aber okay. So in Erinnerung hatte ich es jetzt auch wieder nicht. Oh, du hast keine Chance gegen mich. Wir spielen jetzt mit dem Zombie ein bisschen. Ich sollte das aber nicht zu laut sagen. Ich glaube, sonst kriegt er uns doch noch. Okay. Er hat ins Gras gebissen. Er ist jetzt Vegetarier geworden. Oder Vegetarier. Vegetarier klingt irgendwie komisch. So, Memo an Leon. Ja, diesmal sind wir auch Leon. An Leon Scott Kennedy. Herzliche Glückwünsche zu ihrer Versetzung zum Polizeirevier Raccoon City. Was er sich wohl denkt, wenn er es gerade liest. Wir freuen uns alle, Sie als neuen Kollegen begrüßen zu können. Und wir versprechen, Sie gut zu behandeln. Ja, ja. Willkommen an Bord, die gesamte Belegschaft des PRC. Ja. Im Großen und Ganzen. Oh, ein kleiner Schlüssel. Wisst ihr was? Ich kombiniere jetzt einfach mal. Damit ich diesen kleinen Schlüssel mitnehmen kann. So, und da kriegen wir noch Munition, oder? Komm, bitte. Ja. Oh, Leute. Munition, Geier. Wir können jetzt die Tür auch öffnen. So. Jetzt überlege ich gerade, soll ich dann da hochklettern? Wenn ich da hochkletter, dann könnte ich jetzt direkt nach links oder nach rechts. Wir haben auch den kleinen Schlüssel. Ich könnte theoretisch. Ich gehe einfach den Weg. Okay, wir sind jetzt wieder in der Halle. Ich hoffe mal, dass jetzt hier oben nichts auf uns wartet. Ich liebe ja Überraschungen, ne? Aber solche Überraschungen, die kann man getrost sein lassen. Die kann man für sich selber behalten. Okay, es sieht, also es macht jetzt nicht den Anschein. Ich habe dieses Gefühl, ich sollte nochmal zurückgehen. Ach, wisst ihr was? Ich guck einfach mal. Ich habe keinen Bock, immer zurückzugehen. Einfach nur wegen der Truhe. Boah, die Truhe. Das meist, das ist der meistbenutzte Gegenstand, glaube ich, im Spiel, kann das sein. Ja, das rote Heilkraut können wir uns erstmal knicken. Na, was habe ich gesagt? Jetzt kommen sie raus. War ja klar. Aber, weil wir ja sowieso jetzt schon da waren und den Schlüssel auch benutzt haben und alles, kann uns das eigentlich am Arsch vorbeigehen. Also Zombies, ihr könnt da unten lange auf jemanden warten. Mich wundert es, dass die Zombies sich nicht gegenseitig irgendwie auffressen. Ich weiß zwar nicht warum. Wahrscheinlich durch den Virus merken sie, aha, die sind Familie oder so, keine Ahnung. So, wir haben jetzt den kleinen Schlüssel und den benutzen wir natürlich. Und Halleluja, Leute, Waffenteile, sie sind doch hier. Ich dachte, hoffentlich sind sie nicht in der Waffenkammer und sie sind hier. Und wir können das kombinieren mit der Handfeuerwaffe. Aber, Moment, das zeige ich euch mal kurz. Und ich prüfe das mal kurz. Sieht aus wie Teile einer Schusswaffe.
So, die einen kennen diese Waffe von Resident Evil 4. Und da hieß sie, glaube ich, Mathilda. In Resident Evil 4 fand ich sie eher sinnlos. Also da habe ich die voll nicht gerne benutzt. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man diesen Rückstoß hat und nicht mehrfach davon. Und man spielt so ein bisschen mit den Gegnern. Ich weiß, es klingt ein bisschen krank. Aber ihr wisst, was ich meine. Nein, keine Sorge, der gute Mr. Rawjumper wird jetzt nicht auf die Menschheit quasi mit Waffen irgendwie nach draußen gehen. Und das braucht ihr jetzt gar nicht denken, auch wenn sich das irgendwie so angehört hat. Ne? Das ist schon ein bisschen krass, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ich liebe es, sie so ein bisschen ja, zu quälen. Viele Bücher auf diesem Regal behandeln das Thema Chemie. Ja, ich meine, im Großen und Ganzen gab es hier auch nichts. Aber hier. Oh mein Gott, Déjà-vu, Leute. Nur mit Leon. Okay. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, im Großen und Ganzen wissen wir ja, was wir tun müssen. Der Stromschalter für das Regal. Wollen Sie den Schalter benutzen? Na klar. Und die Lichter brennen. So, soweit ich weiß, war das ja so, dass man das einmal nach rechts bewegen musste und das andere auch. Das muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen, oder? Man kann es nach links oder nach rechts machen und man muss die zwei einfach nur nach rechts machen und Rätsel gelöst. Ich weiß bis heute noch nicht, warum ich damals als kleiner Bursche da so viele Probleme mit hatte. Und das ist der Laufstecker. Sieht aus wie eine Art Spritze, ne? Damals dachte ich, das sind Spritzen, aber das ist der Läuferstecker. Und wir brauchen davon noch mehrere, damit wir eine bestimmte Tür öffnen können in die Kanalisation. Da kommen wir dann zu gewissen Räumen, Wegen, wo Claire zum Beispiel nicht hinkam. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich habe da die Waffe geholt. Da oben geht es erstmal nicht lang. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da holen könnte. Das rote Heilkraut können wir erstmal getrost ignorieren. Wir kommen sowieso nochmal hier vorbei. So, was können wir jetzt noch machen? Wir können die zwei Edelsteine da benutzen und wir haben noch den Karo-Schlüssel. Durch den Karo-Schlüssel kommen wir in den einen Raum, der ja, wisst ihr noch, wo der Licker auf der einen Seite war, wo diese komische Scheibe war, wo man nicht durchgucken kann? War das im letzten oder in dem davor, der Part, wo ich das, glaube ich, gesagt hatte? Naja, egal. Wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an. Das können wir erstmal ablegen. Das brauchen wir definitiv noch nicht. Die Sachen können wir... Ah, wir können auch schon da unten lang. Okay, ich würde sagen, ich gehe aber trotzdem erstmal hier lang und dann mache ich das. Ich muss gucken. Ja, von der Partlänge her könnte man das hinbekommen. Farbband, nee. Ich bin ja dafür, dass wir das erstmal ablegen. Wobei ich Angst habe, aber... Naja... Egal, machen wir es einfach mal. Jetzt drückt mir die Daumen, dass jetzt hier nicht irgendwie auf einmal ein Licker kommt, weil sonst raste ich aus. Weil die sind schon fies, weil ich meine, wenn man die Edelsteine hat. Nee, scheinbar nicht. Es ist so ruhig, zu ruhig. Man hört hier... Hört ihr das? Man hört jetzt den Wind. Weil das da oben auf ist. Krass. Habe ich nie drauf geachtet. So. Das eine haben wir schon mal eingesetzt. Und das andere. Und dann bekommen wir, glaube ich, schon den dritten Schlüssel. Oh Mann, wir können uns ja kaum retten vor Schlüsseln. Gott sei Dank weiß ich, wofür man welche Schlüssel benötigt. Also, Leon. Her damit. Und wir haben den Königsstecker. Jetzt haben wir schon zwei Stück. Ich meine, wir brauchten insgesamt fünf. Das hat sich jetzt gerade voll komisch angehört. Ich hatte ein bisschen Angst. Wisst ihr auch warum? Weil ich das Gefühl habe, dass hier Mr. X hinkommt. Aber der kommt hier nicht hin. Noch nicht. Man denkt erstmal so, ach ja, wann kommt der? Beziehungsweise der ist abgehauen. Der wird uns ja in Ruhe lassen. Der wird bestimmt irgendwann gegen Ende nochmal kommen. Von wegen.
Der wird uns schön mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, was nehme ich denn mit? Hammer noch? Nee, Hammer nicht. Ich wollte schon sagen, habe ich so viel schon verbraucht? So, das kann ich alles erstmal ablegen. Munition davon. Soll ich es riskieren? Also der eine Schlüssel, ich meine, den brauchte man nur noch für eine Tür und wenn ich den jetzt gleich benutze, dann wird er weggeschmissen. Also können wir darauf verzichten. Okay, gehen wir mal hin. Ich hätte ja die Abkürzung nehmen können, da wo die Raben sind. Aber ich riskiere das jetzt mal nicht. Ich habe keinen Bock auf die Raben. Wenn man schon so schlau ist und man kann gewisse Wege, ja, gehen, wo man das vermeiden kann, dann mache ich es gerne. Okay. Aber hier kamen, glaube ich, noch nie Gegner hier unten. Das wundert mich eigentlich. Weil draußen lauern auch Zombies und sie könnten doch normalerweise durch diese Tür hier gehen. Naja. Soll wahrscheinlich nicht zu schwer sein. Ich meine sogar, wenn wir jetzt da hinkommen, bekommen wir noch einen Stecker. Vielleicht auch noch was anderes. Ich glaube, man bekommt sogar nochmal dieses komische Kabel. Ja, ich glaube schon. Wenn wir dieses Kabel bekommen, aber ich weiß nicht. Ja, so, wir haben den Schlüssel jetzt erstmal weggelegt. Ich sollte trotzdem mit allen Wassern gewaschen sein. Ich habe nämlich ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich werde aber trotzdem mal aufpassen. Okay, da gibt's schon mal nichts. Ich vertraue irgendwie diesem Spiegel nicht. Beziehungsweise dieser Scheibe. Alter Falter. Du bist doch ein Pisser. Habt ihr das gesehen? Er hat diesen Sprungangriff gemacht und wie viel Energie wir direkt verloren haben. Wie das Blut aus Leon rausspritzt. Komm her, du Mistvieh. Da macht er sogar direkt diesen Angriff. Oh, das ist auch ein krasser Effekt, weil man denkt ja, weil man den ja schon da drüben besiegt hat und man kommt hier nochmal hin, dass da keiner mehr durchkommt und dass er sogar direkt kommt. Wobei, ich glaube, wir haben uns einfach nur so blöd bewegt, dass er direkt rauskam. Und wir haben den Turmstecker. Fehlt ja eigentlich nicht mehr viel. Oh. Wer hätte das gedacht, dass ich mich trotzdem doch nochmal irgendwie erschrecke? Herrlich. Bei so einem alten Spiel. Naja, ich glaube, das macht auch die Kopfhörer aus. Weil man das dann so laut hört. Und umso lauter, ne, umso besser erschreckt man sich. Nicht umsonst ist es im Kino extrem laut, dass man sich davon eher erschreckt als von dem, was man da sieht. Ja. Dabei weiß man, dass da jetzt gleich was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wir können ja unten die Truhe benutzen. Und dann gehe ich dann den einen Weg und ich wüsste sogar, wo man speichern könnte, beziehungsweise falls ich den Part schon beenden möchte. Oh nein, ich weiß sogar, was da noch kommt. Oh. Egal, wir müssen da durch. Da bringt uns kein Jammern. Wir müssen hart bleiben. Nicht umsonst kommen wir hier raus aus dieser Zombie-Hölle. Okay, dann Sesam, öffne dich, Truhe. So, oh, ihr seid ja schon eine richtige Familie. Fehlt die Dame, ich glaube, ja, doch, die Dame, die bekam man auch noch, stimmt. Jetzt, wo es mir gerade auffällt. Also, ich könnte ja mit der Magnum, ich überlege, ob ich sie mitnehme, aber nee. Ich werde es bereuen, wenn ich sie jetzt schon mitnehme und Munition davon verbrauche. Energie. Ja, nein. Vielleicht.
Eins kann ich hier lassen. Dafür nehme ich aber ein Heilkraut mit. So. Was könnte ich denn noch gebrauchen? Ja, die Dinger, die kann ich später noch mitnehmen. Das ist alles ein bisschen irrelevant. Oh, ich hasse das. Ja, diese Dinger hier, ne? Ich möchte das am liebsten eigentlich immer... ja, nebeneinander haben. Dass das schön geordnet ist. Aber hier dauert es so lang. Dann muss das erstmal in die Truhe wieder tun und dann wieder ins Inventar. Und das mache ich nicht so gern. Wer Resident Evil 4 mein Let's Play gesehen hat, der weiß Bescheid. Ich nehme das wahrscheinlich auch irgendwann mal neu auf. Weil da hatte ich damals ein anderes Mikrofon. Quali ist auch ein bisschen bescheiden gewesen. Wird auf jeden Fall geil. Freue ich mich drauf. Ich überlege aber, ob ich das für den GameCube aufnehme. Weil da ist die Steuerung einfach perfekt. Oder für die 360. Weil das ist dann in HD. Ne? Ich denke mir mal, vielleicht werde ich dann eher auf die... ja, 360 greifen oder dazu greifen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hin wollte. Boah, diese Ventilatoren, ne? Wenn man die so hört, hört sich schon merkwürdig an. Ein mulmiges Gefühl macht es im Bauch oder Magen. So, wir haben den Schlüssel benutzt. Der kommt natürlich wieder weg. Der Herzschlüssel. Und dann hätten wir ja eigentlich so gut wie alle Schlüssel benutzt. Ich glaube, es gibt dann ja nur noch den Kreuzschlüssel. Aber der ist erstmal, ja, egal. So. Weil der gute Mr. Jumper nicht dumm ist und wusste, dass hier Kräuter kommen, habe ich erstmal nur eins genommen, damit ich das kombinieren konnte. Und jetzt habe ich noch einen Platz frei, weil ich mir denken konnte, dass ich es so machen werde. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch die Zombies irgendwann auftauchen. Das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, wenn ich ehrlich sein soll. Hier liegt scheinbar nichts. Ja, da können wir dann nicht rein. Da braucht man nämlich genau den Kreuzschlüssel. Und da habt ihr eigentlich normalerweise die Magnum bekommen, wenn ihr mit Leon im Szenario 1, also A, gewesen wärt. Weil mit Claire bekommt man ja die Magnum nicht. So, Leute. Und jetzt geht's wieder ins Eingemachte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr werdet auch sehen, warum. Nein? Als wenn? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich traue dem Braten hier nicht. Egal. Ich gehe erstmal hier rein. Okay, hier haben wir auch noch ein Heilkraut. Wobei, ich könnte ja jetzt schon mal zur anderen Truhe gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Und wir können das hier wieder aktivieren. Notstrom-Schalltafel. Sie können die Energie mit diesen 5 Schaltern in unterversorgte Bereiche umleiten. Wenn Sie die gesamte Energie nutzen, könnte das zu einem Kurzschluss und Stromausfall führen. Ein Schalter. Wollen Sie ihn bewegen? Ja. Erstmal hoch. Ein Schalter. Wollen Sie ihn... ich meine, jetzt mal wieder hoch und dann runter? Oder wie war das? Ach, nee. Nochmal hoch. Ach, ich verwirre mich gerade irgendwie ein bisschen selber. Genau, dann wieder hoch, dann wieder runter. Und voila, Energie in Ordnung. Ja, ihr wisst ja noch, dafür braucht man noch eine Schlüsselkarte und dann könnten wir erst da rein. Eine Polizeirevier B1-Karte. Wollen Sie sie mitnehmen? Na klar, immer her damit. Ja, im Großen und Ganzen gibt es sonst hier nichts. Es kann aber jetzt gut möglich sein, dass jetzt das Besagte passiert, was ich mir so denke. Wenn dies der Fall ist, dann habt ihr jetzt noch was zu lachen. Nee, scheinbar nicht. Moment mal. Wenn ich jetzt da lang laufe. Ah, okay. Gehen wir dahin, auch wenn es irrelevant ist. Weil normalerweise muss man hier, glaube ich, mit Leon nicht hin, da man hier sowieso nichts bekommt. Ihr wisst ja, mit Claire musste man hier hin, aber... naja... ihr habt gesehen, da gibt es rote Heilkräuter, die brauchen wir erstmal nicht. Man hört schon, da sind wieder diese Hunde. Der Gullideckel ist auf. Eine Leiter führt hinab. Gehen Sie runter, ja. Okay, wir sind jetzt hier unten. Ich kann jetzt mal hier gucken, ob es was hier gibt, aber... der Zaun ist kaputt. Zu klein für einen Erwachsenen. Ja, steht dasselbe. Nö. Sonst bekommt man hier nichts. Aber wir können hier rein. Ich glaube sogar, da lag dann vielleicht noch ein oder zwei Heilkräuter.
die wir natürlich an uns nehmen oder an uns reißen werden. Okay, doch nix. Ja gut, Farbband auch nicht. Schade. Naja, wie dem auch sei. Im Großen und Ganzen bin ich ja eigentlich schon zufrieden mit dem, was wir hier schon haben. Moment, Farbband. Ohne Farbband ist hier irgendwie... Geht hier nix. So, eine alte Schreibmaschine, bla bla bla. Ja, ich weiß. Okay, so, dann speichern wir mal. Und dann wollen wir den Part beenden. Jetzt überlege ich gerade, was kann ich denn überschreiben? Ich würde sagen, das hier. So, das hier ist der Lagerraum. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.